Fabelhaft. Zigarette? Darf ich? Bitte. Eine solche hervorragende Schauspielerin, die leider nur sehr selten auf deutschen Bühnen auftritt. Ich spiele nur auf deutschen Bühnen. Den Herren von der Reichskulturkammer ist einfach um jede deutsche Künstlerin leid, die mehr minder ständig im Ausland wirkt. Im feindlichen Ausland, gewissermaßen. Jedenfalls sind wir froh, dass Sie hier sind. Ja, ich auch. Ein wirklich gutes Theater. Jedes, nach unseren Begriffen deutsche Theater, sollte ein gutes Theater sein. Wenn Sie länger hier blieben, würde Ihnen klar werden, warum. Leider, ich habe einen Vertrag in der Josefstadt. Verträge lassen sich lösen. Sie können hier spielen, was Sie wollen. Und sollten sich die Chancen, die Sie hier haben, nicht versperren. Ja, aber wieso denn? Durch Ihre persönlichen Bindungen. Es geht um Sie, Frau Hell. Um Sie und Ihre Karriere. Schauen Sie, meine Herren, Sie haben eine hübsche Umschreibung gebraucht. Persönliche Bindungen. In Klartext Martin Hoffmann. Nicht? Nur, das ist eine Privatangelegenheit. Da kann man sich, seien Sie nicht böse, nicht darüber unterhalten. Gut? Also, ich danke Ihnen schön für die liebe Gesellschaft und machen Sie sich keine Sorgen um mich und meine Karriere. Und wenn das stimmt, dass ich hier spielen kann, was ich will, ja, natürlich. Dann hätte ich einen Vorschlag. Das Stück sollte allerdings dem Schatz deutscher Klassik entnommen sein. Ist es. Und zwar, welches meinen Sie? Nathan der Weise, der kluge Jude. Rächer seine Tochter. Eine herrliche Rolle. Ich erhebe mein Glas. Also, Papa. Die deutsche Klassik zu solchen Höhen.